Willkommen zurück zu Digimon Story Cyber Sleuth. Das letzte Mal bin ich in diese komische Stadt gegangen und ja, hab mich umgehört wegen damals meinen komischen Datenstatus und ja, anscheinend hat mich niemand erkannt. Da ich jetzt nun diese Aufgabe auch abgeschlossen habe, gehe ich jetzt nun hier rein. Zur Kuremi? Nee, Nakano. Kyoko, ich vergesse jedes Mal ihren Namen. Die Leute, die dich vorher gesehen haben, interessieren sich wohl nicht dafür. Wenn dem so ist, kannst du problemlos auf der Straße unterwegs sein. Yes! Übrigens, nicht, dass ich das Thema wechseln will, aber ich habe dir einen neuen Eden-Account fertig gemacht. Dein bestehender Account wird vom Eden-Netzwerk nicht richtig erkannt. Da kannst du dich nicht normal einloggen. Du kannst dich zwar über einen Verbindungssprung in einen Dienst zwängen, aber mit einem ungültigen Account kommst du nicht weit. So kannst du nicht arbeiten, also logge dich ab und jetzt mit diesem neuen Account ein. Alles klar. So, es ist fast soweit. Hast du einen Termin? Zeit für eine Pause? Jetzt ist Zeit zum Arbeiten, mein lieber Hilfsdetektiv. Ah ja. Bin ich hier beim Detektivbüro Kuremi? Pünktlich wie die Maurer. Sie wird wohl eine ausgezeichnete Klientin sein. Willkommen im Detektivbüro Kuremi. Bitte kommen Sie doch rein. Und? Was? Sie? Danke. Du wieder? Wie? Kennt ihr zwar euch schon etwa? So würde ich es nicht sagen. Na, wie dem auch sei. Du bist Yuko Yamashina, meine neue Klientin? Jawohl, ich bin Yuko Yamashina. Dann würde ich gerne genaueres zum Fall erfragen. Bitte setz dich doch auf das Sofa dort. In Ordnung. Mein Vater ist verschwunden. Verschwunden? Er wird vermisst. Ich würde gerne einen Detektiv anheuern, um meinen vermissten Vater Makoto Yamashina ausfindig zu machen. Hast du irgendwelche Informationen zu deinem Vater? Ja, die wichtigsten Angaben sind hier. Ich schicke dir die Daten. Aber mein einziger möglicher Anhaltspunkt wäre der Eden-Account, den er benutzt hat. Wenn man die Account-Info abruft, steht da, dass er noch aktiv ist, aber keine Reaktion, wenn du anrufst? Gar keine. Bitte findet meinen Vater. Verstehe, wir nehmen den Fall an. Vielen Dank. Na, dann legen wir mal los. Ich sage Bescheid, wenn wir etwas Neues erfahren. Dürfte ich deine Kontaktdaten bekommen? Nein, das ist nicht nötig. Ich komme später wieder vorbei. Ich muss jetzt gehen. Entschuldigt mich. Hey, sie hat gerade nicht ihre Lippen bewegt. Und allerdings verbirgt sie doch irgendwas. Verstehe. Ich meine, weil sie ihre Kontaktdaten nicht gegeben hat. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Herr Yamashinas Accountdaten passen. Ich komme zu folgendem Schluss. Jemand hat seinen Account gehackt. Ich sehe einige seltsame Aktivitäten auf dem Konto. Und in Eden sind mehrere Makoto Yamashinas unterwegs. Alles klar. Es muss sich um Kontenraub handeln. Solche Vorkommnisse sind in letzter Zeit in aller Munde. Ich will, dass du zunächst ausfindig machst, wo der Yamashina-Account aktiv ist. Gehackte Accounts stehen manchmal im Zusammenhang mit organisierten Verbrechen. Untersuch die Sache in Eden und stell Fragen. Vielleicht erfahren wir etwas über diese Kontendiebstähle. Du bist dran, mein lieber Watson. Geh nach Eden und hör dich um. Du hast das Stichwort Kontendiebstahl erhalten. Wir haben eine Nachricht, oder zwei besser gesagt.
Und ich hatte immer noch hier Theriamon heilen gehen. Okay, was haben wir denn? So. Ryota? Hey, hast du gerade nicht viel zu tun, oder? Du hast gerade nicht viel zu tun, oder? Wir sollten was unternehmen. Hast du Zeit? Jimmy verteilt exklusive Fanartikel. Schnappen wir sie uns. Das ist doch die andere, wa? Nein. Tut mir leid, ich bin gerade etwas beschäftigt. Wo soll ich unterschreiben? Ich werde später antworten. Gibt's hier was Neues? Nein. Nur irgendwelche... Alter... Was denn jetzt schon wieder? Gut, dass du jetzt einkaufen kannst. Hol dir, was du brauchst, bevor du gehst. Und was? Erstmal gehe ich zu Digilab. Krasser Effekt. Hallo? Was ist hier? Achso, das war ja die Farminsel. Stand by. Na, eigentlich kann man mehr sagen, das ist Minecraft. Ich nenne es jetzt einfach Digicraft. Willkommen! Kaufen, verkaufen, verlassen. Kaufen, was habt ihr denn Schönes? Oh. Fluchttor. Fliehe aus dem Kampf. Kostet 250 Yen. Ich habe 2162 Yen. Export. Bringt die Gruppe zum Dungeon-Eingang zurück. Ach, SP! Nicht. Also halt, Dings. Nein, ich wollte noch kaufen. Wieso? Gut, bevor ich noch arm werde. Vielen Dank. Ich habe fast arm und reich verwechselt. Hört der jungen Leute ins Verhalten? Na gut, das kennen wir schon. Nein, ist mir jetzt gerade zu teuer. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich soll mich doch einloggen, wa? War das nicht irgendwie so? Hallo? Ja, gucken wir erstmal hier in Eden, Eingang. Ah, 1, 2, 3 Stichwörter. Was gibt es? Kontodiebstahl. Ja, da habe ich in letzter Zeit viel von gehört. Eine schreckliche Gruppe Krimineller. Danke für die Info. Feige Frau, stimmt etwas nicht? Ein Stichwort von Kyoko, das im Fall helfen wird. Kontodiebstahl? Jemand in Eden muss etwas wissen. Oh, schrecklich, diese Kontodiebstähle. Eigentlich weiß ich nicht viel darüber. Danke, Madame. Boy. Angeber. Was willst du denn?
Das war wohl Saxon mit dem Kontodiebstahl. In letzter Zeit drehen die total durch. Saxon? Ich weiß nicht, wo sie sind, aber sie sind viele. Im Kowloon weiß wahrscheinlich jemand was. Du hast das Stichwort Saxon. Warte mal, war das nicht irgendwie die eine Gruppe von diesem komischen bleichen Jungen, der doch mir angeboten hat von Saxon? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich bin mir gerade unsicher, ob das jetzt Saxon oder anders die Gruppe hieß. Der ist neu. Herr Navid. Hallöchen, ich bin Herr Navid. Ich bin das niedliche, clevere Maskottchen von Eden. Da oben ist auch noch ein Laden. Warum ist da ein Laden? Achso, Online-Kauf. Terminal, willkommen. Bitte wählen eine Transaktion. Was? Entwicklungspatch. Sucherpatch. Verändert die Digimon-Persönlichkeit zu Entwickler. Und zu Sucher. Danke. Ich brauche kein Patch. Jetzt darf ich nach Kowloon. Na schön. Erstmal schaue ich hier nach, ob ich hier irgendetwas Wichtiges finde. Apropos, wo ist denn eigentlich auf beim Eingang der Hacker gewesen? Der war nicht mehr da. War das der denn, der in der realen Welt war? Gut, die sind irgendwie noch alle da. Ich glaube, die sind 24/7 dort drin. Und verstecken sich von der Realität. So, Kowloon Ebene 1. Mama, ich hab Angst. Hier könnten Hacker sein. Gut, dass ich Terramon vorher geheilt habe. Aber eigentlich geht es mal weiter. Oh, da ist eine Person. Noch eine Person. Zwei Personen. Die gefallen mir gar nicht. Energische Hacker. Starke Digimon zu kriegen ist der ganze Daseinszweck eines Hackers. Um etwa über gefährliche Leute zu erfahren, solltest du Leute an gefährlichen Orten befragen. Ja, na klar. Und dann hat man demnächst eine Kugel im Kopf. Vergiss diese Typen! Als Hacker reicht es nicht, ein paar Freunde zu finden und stark zu werden. Wenn du die URL zu ihrem Forum hättest, könntest du vorbeischauen und sie dir ansehen. Ah, jetzt will ich ihnen eine Lektion erteilen. Wenn mir nur jemand ein paar URLs geben würde. Ich wollte gerade noch Dings fragen. Ist es nicht der bleiche Junge? Trauriger Ex-Saxon. So rein zufällig jetzt hier an diesem Ort. Wenn Dummköpfe sich zusammentun, dann kann sie nur noch schwer aufhalten. Schlimm. Saxon? Ja, kenne ich. Ich war mal Mitglied. Das sind lauter Kotzbrocken dazugekommen, also bin ich gegangen. Dummheit halte ich nicht aus. Wer kommt, wird nicht zurückgewiesen. Wer geht, wird nicht festgehalten. Der Anführer von Saxon ist recht schlau. Diese Regel ist es nicht. Du willst die URL zu ihrem Versteck wissen? Na schön, aber du hast sie nicht von mir. Ich schicke sie gerade. Bitte sehr, da ist die URL für das Saxon-Forum. URL erhalten, Saxon-Forum. Yay! Ich habe noch circa 5 Minuten. Ich möchte da bei diesem einen Tor noch was schauen. Ich glaube, hier wird noch ein Kampf kommen, oder? Noch nicht? Ha! Da ist noch was. Ich hatte echt eine gute Vermutung. Coole Hacker. Nichts nervt mich mehr als Blödmänner, die mir Vorträge halten, als wäre ich ein kleines Kind. Bei Saxon hören sich alle extrem gern reden.
Dieser Yugo ist der schlimmste von allen. Er hat mir im letzten Kampf eine Abreibung verpasst und dann was vom Stolz der Saxon gefaselt. Das lief 5 Stunden lang, ohne Übertreibung. Fünf Stunden! Ich war schon ein Hacker, als es noch nicht cool war. Ich habe schon viel gemacht und gesehen, aber in dem Moment wollte ich nur noch sterben. Du hast ja. Diesen Saxon-Türsteher? Ja, stimmt. Den Namen, den der doch erwähnt hat, war doch Dings gewesen, war vom Bleichen Jungen. So hieß er doch irgendwie, war? Ah, das ging schnell. Wenn es wirklich die Stimme von Teramon ist, dann, ja, finde ich die bisschen... Also wenn es, wie gesagt, wirklich die Stimme von Teramon ist, dann finde ich, dass sie nicht wirklich passt. Aber es kann vielleicht auch daran liegen, wegen Digimon Tamers. Weil wir uns bei der deutschen Synchronisation halt gewöhnt sind, dass Teramon eine etwas höhere Stimme hat. Aber allgemein finde ich, dass mehr eine höhere Stimme zu Teramon passt. So. Ja. Hi. Huh. Bist du umhergelaufen und hast dich verirrt? So wird es jedenfalls. Ich nehme an, du weißt, wo das Saxon Forum ist. Du kommst per Terminal oder Edenstation dorthin. Gute Reise. Wenn du dich wieder verirrst, komm ruhig zurück. Woher weiß sie das? Stalkt sie mich? Mann, ich möchte... Ach, das war ja hier, lol. Neuer Zielort, Saxon Forum. Ja, dann geh ich noch da rein. Ich sag's halt, die meisten Hacker haben echt eine Kapuze. Und allgemein solche Klamotten. Ich finde das ein bisschen eintönig. Okay, da ist ein weiblicher Hacker, sie hat einen Rock, aber dennoch. Alle haben eine Kapuze. Und das Terminal hier ist nicht sehr groß. Aber ich werde das ein andermal machen. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Und dann werde ich zum nächsten Mal die ganzen Hacker hier ansprechen. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.